Zwischen den 50er und 90er Jahren gab es in Deutschland 800.000, einige berichten sogar von 1 Million, die gleichzeitig aufgestellt waren. Heute sind es schätzungsweise noch 300.000 bis 400.000, oftmals an Hauswänden, tiefhängend, beklebt, besprüht und meistens rot. Kaugummiautomaten sind Nostalgie. Für 20 Cent kann man sich hier Kaugummis in Erdbeergeschmack, in Wassermelonenform oder sogar Spooky-Eis rausdrehen. Ich muss zugeben, getriggert hat mich aber vor allem der Artikel hier. Gerhard Jahn, der King auf Kaugummi, besitzt 15.000 Automaten und spricht von einem erträglichen Geschäft.